Na, Chefkoch, was steht denn heute so alles auf der Speisekarte? Tja, es gibt frittierte Paprikaschoten mit Schinken à la fabelhafter Falke, eine Geschmacksexplosion, ein kulinarisches Highlight. Wow! Wow! Avril kocht dasselbe nochmal auf der Stelle. Das Essen ist fertig. Na dann. Nein, besser du isst zuerst. So, und jetzt niesen. Wo ist Avril? Ich bin hier, Joe. Also mir hat's köstlich geschmeckt. Das heißt, Avrils Eintopf hat ihn unsichtbar gemacht? Ihn unsichtbar gemacht? Avril, du bist ein Genie. Lass mich dich umarmen. Ja. Aber ich bin noch hier, Joe. Es funktioniert, wir sind unsichtbar. Na los, hauen wir ab. Joe, unsichtbar sein heißt nicht, dass man durch Wände gehen kann. Hallo, Gefängniswärter, hier sind Kakerlaken in unserer Zelle. Wo sind die Kakerlaken? Verschwunden. Was? Verschwunden? Und es gibt keine einzige Spur, keine Sandhaufen und keine Tunnel. Sichert alle Ausgänge, lasst niemanden raus. Die sind wahrscheinlich noch auf dem Gelände. Wir warten, bis sie auftauchen. Kein Gefangener entkommt, Melvin Peabody. Oh, finden Sie das lustig? Wie bitte, Boss? Wir klauen die Schlüssel aus dem Büro des Direktors und verschwinden. Hm? Hey, ich kann fliegen. Ist ja ein Ding. Ich kann fliegen. Avril, was machst du mit dem Hund? Den nehme ich als Souvenir mit, Joe. Wir reisen mit leichtem Gepäck. Schlaf! Ich habe schon immer davon geträumt, ein Superheld zu sein. Ich habe sie lachen hören, Emmett. Wo sind die blöden Schlüssel? Passt auf, da kommt jemand! Nicht zu fassen. Na, danke. Er macht unseren Plan kaputt. Ich komme! Super Rattenplan! Da! Hilf mir! Wache, hilf mir! Nicht so hastig! Lass mich in Ruhe! Hier sind's! Die Dornen! Die Schlüssel! Die Schlüssel? Aber ich habe keine Schlüssel! Lügen haben kurze Beine! Oh, Entschuldigung, Boss! Die Daltons, sie sind unsichtbar. Da, direkt vor euch. Wo denn? Hier. Fürchtet euch nicht. Rantanplan rettet euch. Mit seinem Superblick lokalisiert er die Kriminellen. Joe, die Wirkung ist nach. Wir haben die Schlüssel, das ist alles, was zählt.
Oh Mann, welcher ist es? Schnappt euch die Burschen! Moment mal, wir werden nicht dafür bezahlt, Geister zu jagen. Ich verdopple euer Gehalt. Das Dreifache. Das Vierfache. Mein letztes Angebot. Also schön, wie viel? In unserem Gefängnis spukt es. Unser Gefängnis ist ein Spuknast. Es spukt, es spukt. Ach, welcher ist der Richtige? Na bitte, wer sagt's denn? Seht euch das an, meine Brüder. Die süße Freiheit liegt direkt vor uns. Ist das nicht wunderschön? Ja, los gehen wir, Joe. Wartet, wir müssen diesen Moment genießen. Es besteht kein Grund zur Eile mehr. Keine Bewegung! Hände hoch! Die Sichtbaren zuerst! Ach, wir haben's wieder verpatzt. Das geht mir langsam auf die Nerven. Na, hör endlich auf damit, Avril! Ich kann nichts dafür, Joe. Ich verdau das Zeug eben nicht so gut. Jetzt sehe ich aus wie ein richtiger Superheld. Zum Glück habe ich mir den Schlüpfer über den Anzug gezogen. Ach, wenn ich doch nur auf der anderen Seite der Gitterstäbe wäre. Was ist das? Das ist ein Drachen, Joe. Jetzt weiß ich, wie wir unser Problem lösen können. Wir sind frei! Frei wie die Vögel! Yippie! Avril, wir benutzen deinen Kopf. Oh ja! Endlich gibst du zu, wer das größere Gehirn hat. Und eins... Und zwei. Und drei. Wir klauen dem Chinesen den Drachen und hauen damit ab. Hat jemand ein Aspirin? Ja, für mich auch. Okay, Jack, es kann losgehen. Ich halte ihn fest. Oh. Na, willst wohl kuscheln, bevor du schlafen gehst, was? Oh, na, das war ja vielleicht eine dicke Umarmung. Na dann, gut's Nächtle. Vielleicht sollten wir erst ein bisschen üben. Wissen die elendwerten Gefangenen jetzt Bescheid? Kann ich wieder an mein Bügelblatt? Wir entführen deinen Drachen und du wirst uns dahin fliegen, wo wir hinwollen. Tu, was ich sage, oder ich bügle dich. Sag mal, Joe, hätten wir uns nicht am Drachen festhalten müssen? Na! Bügeleisen runter, Joe! Sie sind in letzter Zeit sehr unausgeglichen. Wir sollten Sie lieber etwas im Auge behalten. Ich kümmere mich darum. Ich glaube, meine Methoden sind effizienter. Gut. Eine weibliche Hand wirkt bestimmt beruhigend. Ich kümmere mich etwas intensiver um euch. Was möchtet ihr denn spielen? Trampolinspringen. Banküberfall. Ich möchte ein Katapult bauen. Kommt schon, Kinder, jetzt mal im Ernst. Naja, ich träume schon, seit ich klein bin, davon, einen Drachen zu bauen. Ausgezeichnete Idee. Handarbeit ist sehr gut für den Geist. Okay, wir sind fertig. Aber das ist ja wunderbar. Ein Drachen zum Selbermachen. Oh ja, da muss jeder lachen. Drachen lachen. Gar nicht schlecht. War doch ein guter Witz, hm? Und Sie meinen nicht, dass Sie damit abhauen wollen? Keine Sorge, dieses Ding kann auf gar keinen Fall fliegen. Oh, hallo, Mr. Kuscheliaten. Los, komm, wir kuscheln. Los, komm, wir kuscheln. Mach, dass du hier wegkommst! Dieser Wind weht selbst Büffel weg. Kommen wir zu Phase 4 meines Plans, der Flug des Kondors. Avril, mach dich bereit! Oh! 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 Du bist dran, Avril!
Mann, habe ich heute Schmopfkerzen, Kopfschmerzen. Wie lange willst du da rumstehen? Hä? Was? Ich soll euch rumdrehen? Nein, das Alarm! Alarm! Die Totens wollen wegfliegen! Ihr hättet mir ruhig sagen können, dass ich hochkommen soll. Halt die Klappe, Emerald! Pete, Emmett, fahrt den Wagen vor. Ming Li Fu, du kommst mit uns mit. Wir sind frei, endlich frei wie die Vögel. Im Falle eines plötzlichen Druckabfalls werden Atemmasken Klappe, ausgehört. Everell! Oh, süße Fledermäuse! Ich glaube, wir sind zu schwer, Joe! Sie verlieren an Höhe! Haha, gleich haben wir die Brüder. Kommen wir zu Plan B, auf eure Posten. Kommt auf der Stelle runter, Dortens! Warum kommen Sie nicht stattdessen hoch? Wir sind noch immer zu schwer, Joe! Wir müssen unnützen Ballast abwerfen. Everill, spring! Aber ich kann doch nicht fliegen, Joe! Ich werde mir wehtun! Du wirst es unterwegs lernen. Tu's für unsere Familie. Ah, sie sind hinter uns her! Sie sind bewaffnet! Ein Canyon! Da können wir uns verstecken! In Frage. Wir bewerfen sie mit Sachen. Yeah. Ihr kriegt uns nie. Na, 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 na. Weg damit, Joe. Yeah. Du hast den Drachen kaputt gemacht. Wie bitte? Jetzt fliegt er nicht mehr ganz so gut. Hm? Das ist das Ende eurer Reise, Dortens. Ich hab's leider nicht geschafft zu lernen, wie man fliegt, Joe. Everell, du bist ein Genie. Meine lieben Gefangenen, die Gefängnisleitung hat beschlossen, dass wir am nationalen Gefängnisblumenwettbewerb teilnehmen. Tja. $3,000 winken dem Gefangenengewinner und die Strafe des Gärtners wird um sage und schreibe 23 Tage reduziert. 345 Tage minus 23 Tage. Moment mal, wie viel bleibt da noch? Fabelhafter Falke wird euch unterrichten. Hau, ihr Pflanzenliebhaber. Also ich hasse Gärtnern. Ich habe gelesen, manche Reben können bis zu 6 Meter hoch werden. Ich glaube, mein grüner Daumen kehrt zurück. Oh, es geht ans Herz zu sehen, wie die Gefangenen etwas anderes graben als Tunnel. Hey, runter von meinem Grundstück, klar! Ich hab hier zuerst gestanden. Na, na, na. Was ist denn hier los? Der Gartenzwerg will mein Grundstück klauen. Meins muss an der Mauer sein. Das ist mein Garten und ich grabe meinen Tunnel darin. Tja, wenn ihr so gerne Löcher gräbt, dann werft ihn doch ins Loch. Na, 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 na. Kein Grund, nervös zu sein. Hier sind ein paar Bohnensamen, die in der Lage sind, den Schwanz des Adlers zu kitzeln. Bis zum Mauerende würde schon reichen. Der lange Schlacks ist ein guter Schüler. Er hat einen grünen Daumen. Hey, aber ich hab mir doch die Hände gewaschen. Es will nicht wachsen. Naja, ein paar Monde musst du schon warten, ehe die Ranken wachsen. Hm? Das ist mir zu lange. In meinem Buch steht was von einem Wachstumsbeschleuniger. Mustangdung. Funktioniert das?
Her damit! Mustang-Dung ist das für Profis und nichts für Amateure. Was das? Au! Mach das Tor auf, oder ich mache aus dir einen Nudelsieb. Lass das Tor auf, wir sind gleich wieder da. Wir wollen nichts kaufen, danke. Hier ist die Indianer-Lotterie, Sie haben den Jackpot gewonnen. Hurra! Dünger oder Leben. Warum sind wir ausgebrochen, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, Joe? Wir brechen später aus, du Idiot. Dieser Kretin hat den ganzen Mist verschüttet. Ist denn das zu fassen? Es wird Zeit abzuhauen. Los, mir nach! Los, fangt sie ein! Oh, was für ein friedlicher Wald. Sind wir hier nicht schon mal lang gegangen? Ergebt euch los! Ihr bekommt uns nie! Wir kriegen die Deutschen doch sowieso! Geh nicht schubsen! Machen wir hier unser Picknick? Ich glaube, ich habe Dorn im Hintern. Wir können nicht abhauen, ohne was zu essen. Ach, herrje, oje, das viele Blut. Nicht bewegen, die halten uns für tot. Wir schleichen vorsichtig zum Ausgang. Jetzt beruhigen Sie sich doch mal wieder, Miss Betty. Ich bitte Sie. Schnell, wir brauchen ein paar Tragen. Ich hab euch erwischt. Vergesst die Tragen. Wir brauchen Handschellen. Ich war noch nie richtig gut im Toter Mann spielen. Danke für das Pflanzentötolin, fabelhafter Falke. Jetzt ist das Gefängnis endlich wieder sicher. Ich hab noch etwas von dem Indianerdünger. Das ist unser Weg zur Freiheit. Ist das? Dann verwandelst du dich in einen Riesen und bringst uns nach draußen in die Freiheit. Aber Joe, du weißt doch, das wirkt nur bei Pflanzen. Avril hat ein Erbsenhirn, das funktioniert perfekt. So. Das ist das zweite Mal, dass mich heute was an den Hintern piekst. Ich hasse diesen Tag.